In jedem Blick suchen wir das Meer und in jedem Meer den einen Blick. Wenn ich hier am Ende der Welt sitze, in der Bretagne und auf das Meer sehe, da geschieht etwas mit mir. Das Meer ist so weit und so bewegt, alles löst sich auf, alle Grenzen lösen sich auf, alles, was ich kenne. Und die inneren Grenzen brechen auch weg. Und genau diesen Effekt suchen wir in dem Blick eines anderen, dass wir ihn anschauen oder dass er uns anschaut und alle inneren Grenzen lösen sich auf. Wie viele Frauen ist eine Frau? Und woher weiß man, wer man überhaupt sein kann? Schaue ich mir die Frauen auf der Straße an, ob in Paris, ob hier in der Bretagne, dann frage ich mich, wie viele Frauen noch in ihnen stecken. Frauen, die jünger sind als das Gesicht, was wir sehen. Frauen, die vielleicht jemand ganz anderen lieben. Frauen, die sie gar keine Zeit hatten, werden zu können, weil sie sich ständig um andere gekümmert haben. Und manchmal bin ich mir sicher, wären die Frauen mehr die Hauptfigur in ihrem eigenen Leben, dann würden sie sich nicht die Frage stellen, bin ich die geworden, die ich hätte sein können? Wir alle haben noch viele versteckte Frauen in uns. Sie würde die Felsin sein, die sich das Gesicht von der See formen ließ. Sie würde da sein am Anfang der Welt. Viele nennen die Bretagne das Ende der Welt, aber für die Bretonen ist es der Anfang der Welt. Es besitzt die ältesten Gesteinsschichten Europas. Hier bäumte sich erstmals das Land aus dem Meer hervor. Aber darum geht es nicht nur. Es geht auch darum, dass eine Frau beschließt, ihr Inneres zu schützen, als sie noch ein junges Mädchen ist. Zu schützen vor der Welt, zu schützen vor Demütigung, zu schützen vor Verlust. Und sie beschließt tatsächlich, eine Art Stein zu werden, ganz ruhig, sich nichts anmerken zu lassen. Und über die Jahre verändert sie sich, wird zur erwachsenen Frau und die jetzt aufbricht. Es ist, als ob die Schönheit erst bei Liebe erwacht. Weil nur der ausführlich berührte Körper aufhört, daran zu zweifeln, ob er schön genug ist, um berührt zu werden, und beginnt zu strahlen. Manchmal gehe ich durch die Straßen und sehe Frauen, die leuchten. Sie leuchten nicht deshalb, weil sie besonders perfekt sind, besonders schön, besonders raffiniert gekleidet. Es ist ein inneres Leuchten und ich bin mir sicher, dass ich weiß, woher es kommt. Sie werden liebkost, sie werden mit Respekt, mit Zugewandtheit, mit Achtung, mit Lust, mit Begehren berührt. Und ist es nicht so simpel und eigentlich auch traurig, dass wir manchmal an der Seite eines Menschen vereinsamen können, weil er uns nicht mehr berührt? Und Berührung? Berührungen lassen uns Frauen strahlen. Ich muss in mir schwimmen lernen. Ich hatte früher solche Angst, im Meer zu schwimmen. Nicht wegen der Wellen oder der tiefen Strömung, sondern wegen der dunklen Stellen unter mir, wegen der Tiefe. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum. Ich bin eine sehr, sehr gute Schwimmerin. Ich könnte sogar zur Not Leben retten. Aber ich hatte Angst vor der Tiefe. Und dann habe ich begriffen, ich habe nicht Angst vor diesem Meer dort draußen, ich habe Angst vor dem Meer in mir. Jeder hat ein Meer in sich, ein verborgenes Meer von nicht nur Sehnsüchten, sondern auch von Wut, von Begehrlichkeiten, von Amoral, von Tabus, von einem Lebenshunger. Und genau über diese tiefen Stellen müssen wir rüberschwimmen, wir müssen hineinschwimmen, wir müssen in sie tauchen, wir müssen lernen, in uns zu schwimmen, nicht nur an der Oberfläche ein bisschen herumzuplanschen. Leben bedeutet die ewige Ungleichheit zwischen uns und den Weltenströmen. Während die Zeit und die Welt ununterbrochen sind, versuchst du zu werden und meist schaffst du es nicht rechtzeitig. Wir gehen alle unfertig aus dem Strom wieder hinaus. Diesen Satz lasse ich einen meiner Lieblingsfiguren sagen, Jeanne. Ich möchte nicht zu viel über Jeanne verraten, aber sie hatte ein Ritual ähnlich wie ich. Immer bevor ich ein Flugzeug betrete, frage ich mich, ob ich bereit wäre zu sterben. Ob ich all das gesagt habe, was gesagt werden muss. Ob ich all das gewagt habe, was gewagt werden muss. Ob ich in der Begrenztheit meiner kurzen Lebenszeit so viel wie möglich gelebt habe. Ob ich wenigstens ansatzweise satt bin. Ich weiß genau, ich werde nie satt sein. Aber ich möchte kurz davor es nicht bedauern, eine Kleinigkeit getan zu haben. Nicht nochmal gesagt zu haben, ich liebe dich. Nicht nochmal gesagt zu haben, bis hierher und nicht weiter. Nicht nochmal was gewagt zu haben.
Die Söhne erkundeten, wie sie sich selbst gefielen, die Töchter erkundeten, wie sie anderen gefielen. Als ich das Buch »Die Schönheit der Nacht« angefangen habe anzudenken, saß ich hier in der Bretagne in meinem Büro, habe immer auf denselben Strandabschnitt geschaut und mir fiel auf, dass die jungen Frauen im Prinzip immer nur da lagen, posierten und versuchten, möglichst schön auszusehen. Die Jungs, die hatten Spaß. Und schaue ich manchmal auf mein eigenes Leben, stelle ich fest, als Teenagerin, als die Liebe, als die Sehnsucht erwachte, war ich sehr abhängig von dem, was mir von außen zugetragen wurde. Und Jungs, die waren im Gegensatz dazu frei, weil sie sich nur dafür interessierten, wie sie sich fühlten und nicht, welche Gefühle sie in anderen auslösten. Wilder Neid. Sie dachte an ihren Mann, der früher gesungen hatte, wenn sie einen Raum betrat und eines Tages damit aufhörte. Sie dachte an sein vertrautes Gesicht, das sie so gut kannte, jede Variante. Das Gesicht des Liebenden, das Gesicht des Lügenden. Claire ist jetzt 22 Jahre lang verheiratet mit ihrem Mann. Und sie kennt jedes seiner Gesichter. Sie weiß genau, wann er lügt. Sie weiß genau, wann er von einer anderen Frau kommt. Und sie weiß auch genau, warum sie schweigt und nicht sagt, ich weiß, dass du lügst. Sie kennt aber auch das Gesicht des Mannes, der sie liebt, der sie versucht zu verstehen, so gut er kann. Und in diesem tiefen Seufzer, was dieser Satz ja auch ist, liegt auch vieles, was, glaube ich, jedes Ehepaar kennt. Wie zurechtkommen mit den Veränderungen? Wie zurechtkommen damit, dass von der anfänglichen Sucht nur aufeinander zu schauen irgendwann Momente werden, wo der andere nicht mal aufschaut, wenn man ins Zimmer kommt? Diese unbändige Sehnsucht, wieder zurückzukehren in die Zeit und das Wissen, dass es nicht geht. All das spricht daraus. Ich wollte aber auch eine Geschichte erzählen von einer Frau, die das weiß und sich fragt, gut, ich kann nicht zurück, aber was kann ich tun? Möchte ich wieder das Gesicht sehen, das mich ansieht, als ob ich die ganze Welt bin?